Phil Laude. So, auf geht's auf die Piste. Der Chauffeur ist gleich da. Dachtest du, wir laufen die 100 Meter? Guck mal, der Snowboarder. Er fährt wie ein Rüpel. Keine Klasse. Etwas cringe, Brudi. So, dann werden wir zuerst einmal den Schnee genießen und dann gehen wir Skifahren. Also, wenn ich Geringverdienern zusehen möchte, wie es bergab geht, beobachte ich meine Angestellten. Also, die Preise auf dieser Hütte sind ja unfassbar. 25 Euro für einen Schnitzel. Ich habe überhaupt kein Kleingeld dabei. Warst du als Kind nie Skifahren? Doch, natürlich, in den Skihallen von Dubai. Also, ich sehe blaue, rote und schwarze Pisten, aber da ist ja nichts für mich dabei. Wo sind denn die goldenen? Ja, ich habe dem Vati gesagt, ich wünsche mir einen Mont Blanc. Hey, voilà, da sind wir. Sogar der Schnee ist echt, habe ich mir gedacht. In unserer Skihalle in Dubai haben wir nur Schnee aus Fiji-Wasser. Hast du den Berg gerufen? Money! 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 Also hier geht es ja fast so steil hoch wie die Kurse in meinem Aktiendepot. Könnten wir den Lift so hebeln wie meine Renditen? Dann wären wir 0,nix oben. Da drüben bauen wir übrigens bald einen Staudamm für grüne Wasserkraftenergie. Mhm. Müssen wir nur 3 Dörfer fluten. Also pass auf, du nimmst die rote Zahl, ich nehme die schwarze Zahl. Wieso? Na, damit es zu unserem Kontostand passt. Es ist schon entspannend, wenn man mal der Großstadt entflieht, oder? Rauf auf den eigenen Berg. Wobei, genau genommen komme ich ja vom Berg. Von meinem Geldberg. Ach, das Lidl kenne ich, das gefällt mir. Ich bin so schön, ich bin so toll. Und meine Taschen sind stets voll. Ich singe ein Lied für dich und dann fragst du mich, magst mit mir tanzen gehen, weil ich hab viel Money. Worauf wartest du? Ich brauche noch einen Moment. Also ich bin es ja gewohnt, an der Spitze zu stehen, aber dass es bergab geht, das ist tatsächlich neu für mich. Wie im echten Leben, ich ziehe vorbei an der Mittelschicht. Der Vati hat immer gesagt, Snowboarder, die können sich keinen zweiten Ski leisten. Was haben wir gelacht? Ich muss sagen, dieses Panorama sieht fast so echt aus wie in unserer neuen Skihalle in Dubai. Das ist echt. Wäre mir fast nicht aufgefallen. Stimmt. So eine geile Aussicht bei euch zu Hause. I doubt it! Also die Piste sieht schon ganz schön abgefahren aus. Aber zumindest schneit es ja später noch einmal. Auf der Après-Ski-Party. Also diese Piste geht ja deutlich steiler runter als die Reallöhne der Geringverdiener. Siehst du diesen Gipfel dort oben? Den wollten wir eigentlich wegsprengen, damit wir zwei Skigebiete verbinden können. Aber dann haben sich die Einheimischen aufgeregt wegen Umweltschutz und so weiter, bla bla. Jetzt dauert es noch ein bisschen. Weil ihr jetzt einen umweltfreundlicheren Plan schmieren wollt? Ja, genau. Wir müssen die richtigen Politiker schmieren. Sie drehen hier übrigens demnächst ein paar Szenen für den neuen Bond. Und jetzt rate mal, wer eine Rolle bekommen hat. Danke, Vati. Hoffentlich schaut er den Film, dann sieht er mich ja mal wieder. Komm, wir gehen den Schnee genießen. So, weißt du, was wichtig ist, um schnell über die Piste zu heizen? Eine gute Technik? Nein, eine schnelle Brille. Die passt zu meinem Lifestyle. Schnell. Weil du damit schnell über die Piste kommst? Nein, weil ich sehr schnell reich geworden bin. Du meinst, weil dein Vati reich ist? Genau, ich habe es praktisch mit der Geburt schon geschafft. Ich glaube, wir müssen einmal die Preise erhöhen. Der Parkplatz war voll mit Unterschichtsautos, G-Klasse und so. Aber G-Klasse ist doch kein Unterschichtsauto. Doch, das G steht ja für Geringverdiener. Also der Vati hat immer gesagt, was hat Schnee und Vermögen gemeinsam? Beides schmilzt schnell dahin. Außer du besitzt die Schneemaschine. Gestern war ich da drüben übrigens Heliskiing, das war auch sehr schön. Aber im Skigebiet darfst du nur die Bergrettung fliegen. Naja, für ein kleines Taschengeld haben sie das Retten eingestellt und haben mich geflogen. Sag mal, kann das sein, dass der Lift kaputt ist? Der heizt überhaupt nicht und hat keine Massagefunktion. Das sind ja schlimmere Zustände als bei den Öffentlich-Rechtlichen. Oh Gott, ist das echt Pelz? Ja, natürlich. Keine Sorge. Ah, das ist ja widerlich. Nein, nein, das Vieh wurde entfernt. Also das ist wirklich nur noch der Pelz. Ich habe zwei Lieblingsskigebiete. St. Moritz, das gehört meinem Spezi Moritz. Und hier, das ist St. Maxi. Ich glaube, es gibt kein St. Maxi. Sicher, dass es nicht St. Maxi hier heißt? Okay, doch, es heißt St. Maxi. Brav. Hier liegt einiges an Schnee, nicht wahr? Weißt du, wo es noch mehr Flocken zu finden gibt? Auf meinem Konto! Money!
Und du meintest noch, es wäre übertrieben, sich den Porsche mit Allrad zu kaufen. Jetzt sind wir froh drum, sonst hätte der Chauffeur wohl kaum hier hochgeschafft. Also wenn ihr noch mehr so schöne Aussichten genießen wollt, schaut doch ein weiteres Video mit mir. Oder schaut beim High Performer Henning vorbei.